Wo ist eigentlich mein Bart hin? Alter, warum sehe ich aus wie ein Alien? Oh, eine Waffe habe ich. Das Wichtigste. Ey! Ja, was willst du? Kannst du fahren, du Scheiß? Hä? Das war er denn? Wegen dir wurde ich auf Vanity Leute. Ach du Grünneune, was ist denn hier vorgefallen? Was ist denn passiert? Bitte einmal die Hände hochmachen. Das ist mein Motorrad! Welches Motorrad? Das hier ist mein Motorrad. Das ist meins. Das ist meins, meins. Warum hast du mein Motorrad geklaut? Das ist sicher nicht euer Motorrad, weil es ist meins und es ist Medic Motorrad. Das ist meins. Also, das ist Medic Motorrad, der. Da hab ich mich. Ah, das hier ist meins. Ja, das ist meins. Das war meins, das war meins. Bleib stehen. Also, es war meins, muss ich was machen? Ist eh platt. Nee, ist doch nicht meins, hat mich Wir haben gerade Probleme mit jemandem, der hat. Oder küsst dein Herz. Auf dem Boden. Kannst du mir helfen? Haust du ab von den Cops oder was? Ja, ja. Ich steige ein, mein Bester. Bruder, steig ein, wir haben es eilig, hallo. Ich dachte, du wärst schon so ein Idiot. Schnell, steig ein. Oh Mann. Ja, geh mal da rein und hol mir mal ein bisschen Zigaretten, ja? Kannst du mal Zigaretten holen? Ja. Aber die große Schachtel Marlboro, ja? Herr Officer! Ich hab den Übeltäter, der ist drinne, schnell rein! Der ist drinne? Der ist drinne, schnell! Sonst dann kriegen sie ihn noch! Okay, wir gucken einmal nach, ja? Ich kann nicht umsteigen! Ja. Er ist tot! Saubere Arbeit! Danke, Sir. Gute Arbeit, Herr Officer. Schön, was wären wir ohne Sie? Danke Ihnen. Ich glaube, der bringt mir keine Marlboro-Schachtel mehr. Ich glaube, das Einzige, was er macht, ist die Gefängniszelle von innen abknutschen. Wie der Person abzauen, einmal abgeknallt wird, ey, ich liebe es. Diese Kopf sind manchmal so lustig. Oh, ich hab gar keinen Bock aufs Schluss. Alter, war es ein Drift. Wie konnte es denn gekonnt? Hallo. Ey, komm, Summer, Auto. Hier. Ey, bitte. Ey, ayo, du. Ich hab dich lieb, Samo, Walla, ich hab dich lieb. Ich hab keine Lust auf Sonntagabend auf Stream-Sniper, sag ich dir ganz ehrlich. Ich geh einfach auf Roleplay Online oder so. Wo eine fette Whitelist drin ist. Alter, scheiß drauf. Waffe nehmen. Eine Pistole sollte reichen eigentlich. Zack. Ey, was soll die Scheiße, Mann? Wie fährst du Auto? Steig mal aus. Scheiße. Mann, du Idiot, wie fährst du denn, du Idiot? Ja, tut mir leid. Falsche Spur. Aua, aua. Hör mal bitte auf, Mann. Aua, bitte nicht. Hör auf, bitte lass es. Stück Scheiße, Mann. Bitte hör auf. Ich mach bitte. Die Hände hoch, sofort. Ja, alles gut, Mann, alles gut. Mach die Hände hoch, umdrehen. Dreh dich bitte. Um. Ich hab nichts dabei, bitte. Dreh dich um. Halt die Fresse. Holzpakette, was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Mein Name ist Finn, Mann. Ja, damit. Sagen, jetzt verpiss dich. Wohin? Aua, lass mich doch, Mann. Soll mich mitnehmen? Ey, fahr weg. Soll ich mitnehmen? Boah, nicht schießen. Ja, warum schießt die, ne? Hä? Bruder, sorry, Mann, ich bin irgendwie gerade voll abgefuckt, ja. Ich hab keinen Bock auf gerade irgendwelche Stream-Sniper. Ich hab einfach keinen Bock, Mann. Ich will einfach meine Ruhe haben gerade. Raus mit dir. Ja, okay. Ja, komm, steig ein. Nicht an die Pfeife ziehen, wie gestern Abend. Halt die Fresse. Geht hier? Komm nach Kode, Mann, geht auch nicht. Oh, super. Oh. Mann, was ein Scheiß, Mann. Komm, ich nehme mal deine Sachen, bevor die verloren gehen. Herr Officer, da drin liegt ein Toter. Da liegt ein Toter drin? Ja. Ja, dann kommen Sie sonst mal eben mit Traffic, bitte. Ja, klar. Warum seid ihr denn hier? Was ist denn hier los? Ich habe einen Alarm ausgelöst, Stelle. Alarm ausgelöst? Verstehe. Vielleicht war es eine Auseinandersetzung zwischen den zwei Übeltätern, etc. Kann auch sein. War gerade ein Motorrad, vielleicht waren die das ja. Ja, keine Ahnung. Der Kassierer, ich bleib mal bitte hier, danke. Nicht reingehen, danke. Sehr ja, okay, gut. Es tut mir leid. Guten Tag, Herr Officer. Moin. Können Sie einmal kurz hier bleiben, ne? Warum das denn? Ja, wir müssen einmal kurz die Lage klären. Haben Sie hier irgendwelche Personen oder etwas gesehen? Ja, ich habe gerade meine Aussage getätigt, schon. Achso, ja, okay. Ja, bleiben Sie einmal kurz noch hier stehen. Ja, schönen guten Abend, Herr. Ja. Haben Sie mal einen Personalausweis für mich, bitte? Wieso das denn? Haben Sie ja was mitbekommen? Ja, habe ich schon eben gesagt. Ja, dann sagen Sie mir bitte nochmal. Ich habe gesagt, dass da drin ein Toter liegt. Ein Toter? Haben wir die Leiche übersehen? Schau bitte nochmal hin. Wie, ihr habt die Leiche übersehen? Ist das euer Ernst? Darf ich mal gucken gehen? Ja, bitte. Hä? Hallo? Ich bin doch nicht blöd. Ich hab da keine Leiche gewohnt. Jeder Kassierer ist doch tot. Aber bitte von dem Herrn hier vorne die Personalien aufnehmen und fragen. Von mir? Ja, von ihm bitte auch, ja. Also ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Da lag immer noch ein Toter. Ja?
Ja? Haben Sie da eventuell mal Ausweis, Führerschein, irgendwie Ausweisdokument für mich? Ne, leider nicht. Und dann müssen wir Sie jetzt mit aufs Präsidium nehmen und da mehr Fingerabdrücke nehmen. Ne, warum ist denn? Im System. Wir müssen Sie erkennungsdienstlich behandeln, wenn Sie jetzt Samuel Jackson, schaust nach, siehst du mein Bild, passt dann noch. Guck einmal nach in der Akte. Du hast doch wohl ein Funkgerät, du gibst du meinen Namen durch, dann passt die Sache. Also man braucht ja die nicht eine lange Krawall hier. Ja, dann machen. Passt die Sache nicht. Aber wir natürlich haben die Sache. Schon klären. Wirklich nur gefragt, ob Sie sich ausweisen können. Alles ja, gut. Samuel Jackson, ich funkst ja, du durch und die Sache ist geklärt. Wo ist ja das Problem? Man braucht ja jetzt nicht hier im Präsidium, um sich gegen das Scheine zu blasen. Ich verstehe das Problem jetzt nicht. Davon bin ich tendenziell eh kein Fan, aber wir überprüfen erstmal Ihren Namen. Ja, habe ich aber was anderes gehört. Kleiner Blick bitte. Dann müssen wir ihn uns mitnehmen, dann hat er seinen Namen auf einmal gesagt. Hallo. Hey, ich verstehe gar nicht, was redest du? Da hat er seinen Namen auf einmal gesagt. Ich habe meinen Personalausweis immer noch nicht dabei, meinen Namen habe ich gesagt. Ja, das habe ich haben Sie denn ein anderes Dokument? Waffenschein? Nee, habe ich nicht. Krankenkarte, Führerschein, irgendwas dabei, wo Ihr Name draufsteht, wo am besten auch noch ein Bild von. Warte mal, ich schau mal, ob ich einen Personalausweis doch irgendwo habe. Meistens verstecke ich den noch zufälligerweise irgendwo. Ah ja. Ach, ich habe ihn doch dabei. Er ist zwischen meiner Arschritze. Ein Officer soll mal mitkommen, er kann ihn rausziehen. Wer meldet sich freiwillig? Ich habe Fingerkrämpfe. Es tut mir leid, ich bin leider nicht in der körperlichen Verfassung. Also, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Wir müssen Ihre Personalien hier feststellen. Ja, einer soll mit mir mitkommen, ich ziehe meine Hose runter und dann kann der aus der Arschritze meinen Ausweis ziehen. Wie wir das machen, ist Ihre Sache. Ja, einer soll mitkommen, dann gebe ich ihm meinen Ausweis. Wer? Erster Punkt, Sie geben uns den Personalausweis. Zweitens, ja. Nehmen Sie mit, Ihre Fingerabdrücke, um Sie... Wer möchte den Personalausweis soll mit mir kommen? Die geben uns den. Komm dann mit, dann gebe ich ihn dir doch. Ja, Sie können ihn selber aus dem Arsch ziehen, ja. Was ist denn los mit dir, Mann? Ich bin nicht in der körperlichen Lage. Genau. Ja, dann nehmen wir sie mit. Kollege, mein Ausweis ist zwischen meinen Arschbacken. Ja, deshalb müssen Sie ja mit. Ja, warum muss ich denn mit? Ihr zieht den jetzt raus. Wo ist das Problem? Sie können ja mit Ihrem Vater... gerne in der Ecke gehen, dann zieht er ihn aus dem Arsch. Warum denn? Das ist doch Ihre Aufgabe. Hier, komm. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Ich brauch aber Hilfe. Ihr seid dazu verpflichtet, die Personal aufzunehmen. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann kommt jetzt mit. Nehmen wir sie mit. Wir haben noch eine zweite Möglichkeit, habe ich nicht aufgezählt. Wer kommt mit? Nein. Das ist nicht deine Aufgabe. So, wer kommt mit? Wie gesagt, ich gebe noch eine Minute Zeit. Entweder Sie kriegen das hin. Ich habe den Ausweis zwischen meinen Arschbacken. Wer zieht den jetzt raus? Komm, ich zieh ihn raus, komm mit. Nein, nicht du. Du gehst mal bitte weg hier. Hallo, Herr Officer, können Sie jetzt mal den Ausweis aus meinem... Wie gesagt, der Kollege hat ihn jetzt hier eine Minute gegeben. Ja, wofür eine Minute? Alter, zieht doch mal den Ausweis jetzt aus meinem Arschloch. Wenn Sie ihn eigenständig herausziehen, dann nehmen wir Sie in Gewahrsam. Ich hab doch Fingerknöpfe, ich krieg es nicht hin. Ja, das ist mir egal, was Sie haben. Ja, und Ihr Vater hat auch Fingerknöpfe, das ist mir egal. Sie geben den Ton ja nicht vor. RP auf Hilfe, Leo. Sie geben den Ton ja nicht vor, wenn Sie einen Ausweis sind, rauszuziehen und Ihr Sohn oder Papa auch nicht, dann... Ziehen Sie jetzt den Ausweis aus meinem Arsch oder was ist? Was ist los? Den sieht keiner was aus dem Arsch. Greifen. Moment. So, jetzt kannst du ihn rausziehen. Sie haben noch eine halbe Minute. Zieh ihn raus. Sie haben Handschuhe an, zieh ihn raus. Ich bin nicht in der Lage, es rauszuziehen. Zieh ihn doch jetzt raus. Also, Minute ist raus. Ihre Minute ist abgelaufen. Haben Sie den Ausweis jetzt für uns parat? Ja, hier, zwischen meinen Arschbacken, zieh ihn raus. Dann ziehen Sie sich wieder raus an, wir nehmen Sie mit aufs Revier und klären es dort. Zieh ihn doch raus aus meinen Arschbacken, hallo. Ziehen Sie sich jetzt an zum letzten Mal. Also, entweder Sie machen das jetzt hier, kooperieren mit uns, ja, oder müssen Zwang anwenden. Ich verstehe nicht. Okay, Moment. Kommen Sie in mein Büro, mein Sohn. Ich probier das. Geh mal weg, du Idiot! Geh mal weg! Nehmen Sie Rosen. Geh doch mal weg hier! Ich? So, ihr macht alle die Hände hoch. Soll jetzt keine Waffe ziehen? Ja, es geht halt nicht anders. Ach, scheiß drauf, ich hau ab. Hau ab. Da ist noch ein Polizist, pass auf! Ich schlag ihn. Hau ab einfach. Scheiß drauf. Schon nutzlos irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Mach mal Hände hoch, dann lass dich schlagen. Nein, komm, es kommt so viel. Hau ab. Gedacht. Ja, hau ab, die Polizisten kommen jetzt alle. Lass ein bisschen investigieren. Kannst du mal die Fresse halten, bitte? Tut mir leid. Boah, die Cops konnten ja gar kein RP, Bruder, ja? Die haben nicht mitgemacht. Oder die müssen das. In Real Life wäre das auch so. Also wenn jemand sowas sagen würde, die würden ihn aus dem Arschbacken rausziehen, danach würden die natürlich können und so, aber... Das war aber echt nicht gut, war von denen gemacht. Bruder, was redest du, Bruder? In Real Life, die Polizisten durchsuchen die Arschlöcher von den Leuten. Du hast ja gar keine Ahnung, Mann. Was redest du dann? Guck mal, amerikanische Polizisten, die gucken alles nach. Die gucken sogar zwischen deinen Eiern. Das machen die sogar von selber. Die konnten das einfach nicht, weil die einfach nicht RP in einer RP-Rolle waren. Ja.
Löschen. Ey, es könnte ein Helikopter auftauchen und so. Lass mal lieber die Fliege machen. Ja, okay, komm. Komm. Also es aussieht, ja? Ey, du, steig aus! Alter. Hände hoch! Mach die Hände hoch! Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Hände hoch! Mach doch die Hände hoch! Nutzloses Stück Scheiße. Ah ja, ich wollte hier eh raus, also passt. Passt schon, ich wollte hier eh einen Abstecher machen. War ja auch Teil des Plans. So, da schwimmen wir ein bisschen. Aha, ich habe die Rückstände entfernt. Danach gehe ich die Waffen einlagern. Ich schaue hier in der Nähe von meinem Haus. Was denn? Bye bye. Samu kann durch Wände gucken. Oh. Oh shit. Ich sag mal kurz, mal dezent teleportiert. Ich muss in die Richtung. Ausgeschalten. Meta, dein Vater, Bruder. Das ist doch Meta, Bruder. Ein verletzter Beamter. Bruder, wie haben die mich gefunden, Bruder? Das ist wieder so Meta-Gaming einfach. Bruder, das ist so widerwärtiges Meta-Gaming einfach. Moin, Leute. Abend. Ich sag euch auch von ehrlich, ich glaube, das wird wieder, wenn die Sassamt ist, ich glaube wieder, ich werde hier wieder alle anschreien und alle fertig machen, weil die wahrscheinlich wieder sagen, wenn das kein Meta war oder so. Aber es ist für mich offensichtliches, hundertprozentiges Gemeta, dass die mich da direkt instant finden. Zumal er gar nicht wusste, wie ich aussah. Also, wie kommt er drauf, Täter gefunden, gesichtet? Also, wie kommt er da drauf, dass ich der Täter bin? Ich bin eine nackte Person, der hat mich von hinten gesehen und hat dir gesagt, Täter gesichtet. Er kann ja gar nicht wissen, dass ich der Täter bin. Vielleicht bin ich ein Random. Der hat mein Gesicht nicht gesehen. Das ist so weit entfernt von diesem Geschehen. Das ist absurd, dass sie mich so instant finden. Wie die angefahren kamen so. Warum haben die mich sofort gefunden? Hallo? Ja, Cops haben gemetert bei mir. Die haben mich einfach gefunden. Gut, kannst du einmal deinen Stream mit der Stimme schalten? Ja, deine Stimme ist gemutet. Nein, meine Stimme wird entmutet geblieben. Was ist das? Das ist meine Stimme. Cops haben gemetert, Punkt. Ja, meine Stimme wird gehört. Doch, nein, das ist meine Stimme. Ihr könnt nicht darüber entscheiden, ob meine Stimme übertragen wird oder nicht. Hol mir mal den Projektleiter, hol mir mal den Projektleiter. Hol mir mal den Projektleiter. Hol mir doch einfach. Ich find's so lächerlich, eure Cops, ne? Die metern so komplett, die sind RP-unfähig. Das ist das Schlechteste, was ich jemals in der letzten Zeit gesehen habe. So schlechte PDL habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Die sind nicht RP-fähig, die machen RP nicht mit. Metern tun sie auch noch. Alle sind in einer OC-Rolle. Das ist einfach so absurd und so peinlich für euch. Ach so, du warst einer von den Polizisten. Ach so, man wird niemals vor durchsucht. Okay. Ah, ihr könnt kein RP. Ihr könnt kein RP. Was redest du? Du kannst kein RP. Ich hab das zwischen meinen Arschritzen. Du hast das rauszuholen. Du hast keine Ahnung von gar nichts. Im realen Leben, die gucken zwischen Eiern. Du kannst kein RP. Du bist einfach getriggert. Vor deinem PC bist du einfach getriggert, weil du es nicht hinbekommst, zwischen den Arschritzen zu gucken. Du bist einfach nicht in deiner Rolle. Du kannst kein RP. Guck mal, du warst an der Situation beteiligt und du nimmst die an der... Ja, was ist das? Nein, hol mir den Projektleiter. Was ist das? Ihr macht Eigensupport. Warum ist der überhaupt hier drinne? Er macht Eigensupport. Hol mir den Projektleiter. Hol mir den Projektleiter. Natürlich macht er Eigensupport. Warum ist der überhaupt drinne? Er war in der Situation mit beteiligt. Was hat er hier zu suchen? Soll ich hier mit einem Supporter, der eben getötet wurde von mir, weil er kein RP konnte, soll ich mit dem darüber diskutieren, dass er kein RP war oder was? Wie absurd ist das? Hol mir den Projektleiter. Hol mir den Projektleiter. Ich will mit dem Projektleiter reden. Ihr seid mit euch, will ich nicht reden. Ich will mit dem Projektleiter reden. Ich will den sachlich erklären, wie kacke das RP ist. Hol mir doch den Projektleiter, Bruder. Die machen alle Eigensupport einfach, Bro. Die machen alle Eigensupport. Die sind alle selber, die ganzen Pediler sind einfach drinne. Und die wollen mir den Projektleiter nicht holen, weil die einfach Angst haben, dass ich die alle in den Puppe versohle. Die sollen mir den Projektleiter holen. Ihr Meta. Ihr seid aller Metern, Bruder. Ihr seid aller Metern. Ich hasse es einfach, solchen Cops einfach on-stream irgendwas zu machen, ja. Die holen den nicht, Bruder. Die meinten, wir holen den Projektleiter nicht.
Die holen den Projektleiter nicht. Die meinen, wir werden den Projektleiter nicht holen. Die machen es nicht. Ich habe es doch mehrmals gesagt. Was denkt ihr, warum ich mehrmals gesagt habe, dass sie die Projektleiter holen soll? Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, dass sie irgendwas erzählt haben und nicht ganz gesagt habe, Projektleiter holen Projekt. Weil die ganze Zeit gesagt haben, wir holen den nicht. Was war jetzt das Problem? Warum habt ihr den das Ganze nicht geholt? Nein, das ist nicht das Ding. Die haben aber das war nicht das Ding. Die haben zu mir die ganze Zeit gesagt, wir werden den Projektleiter nicht holen. Haben die ganze Zeit zu mir gesagt, dass sie ihn nicht holen werden. Ja, ich höre dich. Kann ich das mit dir alleine klären? Ich habe irgendwie gar keine Lust auf jetzt mehr. Okay, alles gut. Willst du gestummt werden? Nein, alles gut. Du willst nicht gestummt werden? Ich verstehe das nicht. Guck mal, der ist so chillig drauf. Warum sind deine Supporter? Warum bestehen die? Ich kann es verstehen. Das ist ja ihre Sache. Aber dass sie jetzt gesagt haben, dass du dich stummen musst, wenn die das möchten. Ist es ja in Ordnung dann, ne? Dann kannst du sie ja stumm schalten, aber deine eigene Stimme muss ja nicht stumm schalten. Ist ja deine eigene Stimme, ne? Habe ich ja gemacht, aber die haben ganze Zeit darauf bestanden, dass ich meine Stimme auch stummen müsse. Alles gut. Aber schieß erstmal los. Ich habe jetzt mitbekommen, irgendwie Meta, Polizei oder Zoll, irgendwas. Wie alt bist du eigentlich, ja? 26. Ach so, okay. Sehr, sehr grauenvolles RP von den PD-Lern auf jeden Fall, vorne rein. Ja, da war der Zoll war da, die Bundespolizei, die Landespolizei, die waren ja alle da, ne? Ja, ich kann es dir gleich mal zeigen, wenn du willst. Ja, klar. Ich bin geflüchtet, dann war ich zu Fuß unterwegs mit einem Nirgendwo, die haben mich halt instant gefunden, innerhalb von 10 Sekunden. Sind die da aufgetaucht, so weißt du? Ja. Und ich hatte eine Situation, wo ich Ding hatte. Schau mal, ich war vom Ladenraub und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Ausweis. Danach habe ich gesagt, ich habe den Ausweis doch dabei gehabt. Habe ich es gar nicht verstanden, habe es gar nicht gecheckt, wie ist das? Und dann habe ich dann gesagt, ich habe den Ausweis zwischen meinen Arschbacken. Ja. Dann habe ich betont gesagt, dass ich Probleme mit den Händen habe, Krämpfe etc. etc. Ja. Ich habe dann gesagt, einer soll das rausziehen, damit die den Ausweis haben. Und ich hätte ihn wahrscheinlich in dem Moment dann Ausweis zeigen gedrückt, weißt du, RP halt. Ja. Und von 6-7 PDler hat keiner mitgespielt. Die wollten nicht. Die meinten, entweder du ziehst ihn jetzt selber raus. Ja. Oder wir nehmen dich mit ins Präsidium und nehmen da deinen Ausweis. Dann habe ich gesagt, ich habe Krämpfe in den Fingern. Wie soll ich das machen? Zieh jetzt raus. Und die wollten nicht mitmachen. Und im Support erzählen die mir, dass man sowas gar nicht machen würde. So, das ist doch absurd. Also das Ding ist Leibesvisitation. Ich meine, das fällt ja schon unter eine Leibesvisitation, wenn du die quasi, ne, du zeigst ja deinen Po, sag ich mal, ne, und du musst auch deine Unterhose auch runterziehen, theoretisch gesehen. Ja, die müssen ja nur einmal so den Hand heben. Ja, das war's. Das machen die, also, haben die aber nicht gemacht. Ich habe gerade auch dem einen Polizisten gesagt, er hätte einmal Handschuhe anziehen können, ja, und dann hätte er, gut, ich meine, ja, gut, okay, in den Po zu fassen ist natürlich jetzt auch als Polizist jetzt nichts unbedingt Schönes, aber in der Leibesvisitation, dann gucken die alles nach, ne, da ja, fühlst ja, genau, du dich ja genau. unter den Hoden, sag ich jetzt mal. Genau, Po, mein Bester, du sagst, also, in Amerika ist das, obwohl die durchsuchen alles, die gucken zwischen den Eiern sogar. In Amerika machen die das Gefühl vom Streifenwagen, ne? Ja, also die machen das Gefühl, mitten auf der Straße, die durchsuchen alles, dein Arsch, alles, die holen dein raus und gucken links, rechts, alles. Das Ding ist halt, ja, man hätte jetzt sagen können, okay, die hätten den jetzt rausziehen können aus dem Po. Ist aber auch nichts Verwerfliches dran, wenn die sagen, die nehmen dich mit zur Wache und ziehen die dann da aus dem Arsch. Kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Also, aber es ergibt ja gar keinen Sinn, Bruder, jetzt. Es ist ja offensichtlich, dass sie getriggert sind und es nicht machen wollen, weißt du? Ja, ich verstehe beide in Real Life, auch in Deutschland wäre das so, wenn jemand sagen würde, dass er das zwischen Arschbacken hat, die würden das Handschuhe anziehen, zack, die würden rausziehen und dann würden die ihn nach damit. Ich habe da schon sehr, sehr krasses nicht RP-fähiges gemerkt. Das ist ja nicht RP-fähig, wenn du es nicht hinbekommst, in deiner Rolle halt das zu machen. So, weißt du, was ich meine? Aber der Hauptgrund war jetzt der Meta-Verdacht. Ja, genau, oder? Der Meta-Verdacht. Ich kann es dir im Stream zeigen. Ja, gar nicht so verkehrt. Ach ja, die haben auch eigenen Support gemacht, ne? Diese Polizisten hier, die an der Situation beteiligt waren, haben den Support-Fall auch übernommen. Also ich habe den Ausweis zwischen meinen Arschbacken. Wer zieht den jetzt raus? Zieht doch mal den Ausweis jetzt aus meinem Arschloch. Wenn sie den eigenständig herausziehen, dann nehmen wir sie in Gewahrsam. Ich hab doch Fingerkrämpfe! Ich kriege es nicht hin! Ja, das ist mir egal. Also jetzt auf öffentlicher Straße da den Arsch rausholen, ist jetzt auch so ein Thema. Aber die wollten einfach gar nichts. Also die Tatsache, dass sie sagen, dass der Vater, also der Typ hat ja so getan, als wäre der mein Vater, dass der das machen soll, das ist schon eindeutig, dass die es selber einfach nicht, die konnten es einfach nicht, weil die halt zu Dingen waren. Also keine Ahnung, die konnten einfach die Rolle nicht behalten. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß ja auch, wer das ist. Keine, was aus dem Arsch. Ich will mit denen auf jeden Fall nochmal sprechen. Er hat ja sogar Handschuhe an, ne? In der Lage, ist raus, das ist, zieh ihn doch jetzt raus. So, ihr macht alle die Hände hoch. Soll jetzt keine Waffe ziehen. Das ist schon schwer ohne Crosshair. Bin ich halt abgehauen. Ey du, steig aus. Das fand ich auch jetzt nicht nice, was der gemacht hat, Bruder. Leben absolut gar nicht beschützt, was der eine jetzt macht. Guck. Hände hoch! Mach die Hände hoch! Beruhigen Sie sich! Mach doch die Hände hoch! Weißt du, was ich meine? Also der Kollege, der hatte Langwaffen an. Der hatte die Hände hochgenommen, ne? So sollte es ja eigentlich auch sein. Der andere ist dann zurückgelaufen und dann geschossen von da hinten. Ich weiß nicht, wer das war. Den meine ich, den hinteren, den anderen meine ich nicht. Ja.
Ja, ich weiß nicht, wer es war. Aber ich kann mir vorstellen, wer es sein könnte. Da müsste ich auch ein bisschen tiefer nachher mal recherchieren. Das war aber nicht so nice, oder? Nee, das sollte so eigentlich auch nicht sein, weil du eigentlich auch direkt den Kollegen bedroht hast, ne? Und wenn er dann schießt, ist das so semi-gut, ne? Ich meine, gut, die haben zwar beide Langwaffen, aber wenn du den einen aktiv bedroht hast, ist das nicht unbedingt von Vorteil. Ja, auf jeden Fall, ich bin dann halt hier abgehauen. Oh, ja, ich wollte hier eh raus, also war ja auch Teil des... Da bin ich ja in diese Villa abgehauen. Ja. Auf jeden Fall ist schon sehr, sehr viel Zeit vergangen, 4-5 Minuten oder so. Die Rückstände habe ich hier abgewischt, so. Ihr habt den Glitch gehabt, keine Ahnung, ich bin hier irgendwie durchgefallen durch die Wand. Samu kann durch Wände gucken. Oh. Oh, shit. Und dann bin ich halt irgendwie hier aufgetaucht. Ich habe halt drauf geachtet, dass hier keiner so in der Nähe ist, so, damit ich hier rüber kann. Ah, gut, dass wir das hier haben, ne? Man sieht ja keinen. Also erstmal, ich check nicht, wieso der so viel schluckt. Erstmal das, aber ich finde, wieso haben die mich so instant gefunden? Verstehst du, was ich meine? Naja, gut. Die waren halt vor einem Anwesen, die sind halt rumgefahren. Es ist aber nicht mehr im Anwesen. Weißt du, ich bin in einer komplett anderen Richtung. Die sind ja ganz um das Anwesen gefahren. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich muss ihn. Also, guck mal. Die sind wahrscheinlich von hier gekommen, ne? Ja, die sind einmal rumgefahren, da sind die wahrscheinlich jetzt hier rechts da, wo du gerade genau da, sind die von da gekommen, da sind die rechts rum, haben dann geguckt, haben dich dann rennen gesehen, sind erstmal zu dir, wollten wahrscheinlich aussteigen, dann hast du schon die Waffe gezogen und dann war denn sowieso klar, dass dann irgendwie, ne, da was sein muss. Ja, nicht aufmachen, das geht hier nicht. Das Anwesen ist halt hier und ich bin hier, guck mal, hier in der Ecke. Wenn die von hier oben kommen, Bruder, die sind hier gewesen, ne, hier auf diesem Rasen. Hier, also jetzt, da, wenn du rechts guckst, wenn die einmal um den Block fahren, kommen die ja von rechts... Die Straße runter. Von hier oben sind die gekommen, ne? Ja, genau. Und dann sind die rechts rum und haben dich da rennen sehen. Die sind wahrscheinlich so hier reingefahren, Dirk, so. Hier nee, so. Also von da kommen die, da sind die rechts rum. Schätze ich mal, weil du hast ja, kurz bevor die kommen, hast du hinter dir geguckt, da war ja keiner. Das heißt, die können nicht direkt hinter dir gekommen sein. Die müssen dann von da rechts raus, sind rechts rum, haben dich gesehen und dann, ja, ist es halt dann dazu gekommen, ne? Kannst halt einer von denen hat doch bestimmt eine Aufnahme. Der soll mir die Aufnahme zeigen, ja? Einer hat doch safe eine Aufnahme. Ich kann mal kurz gucken, ob ich die irgendwie, ja gut. Irgendjemand von denen, das waren 4 Leute, einer von denen muss doch eine Aufnahme haben. Dann kann man es sehen. Also dann könnten wir direkt ausschließen, ob es Meta war oder nicht. Ich glaube, wenn man die Aufnahme von denen hätte, wird man direkt checken, was Sache ist. Also die sind auf jeden Fall von hier oben gekommen. Aha. Ja, von irgendwo von hinter dir sind sie gekommen. Von hier gekommen. Die sind da wahrscheinlich, da von der Straße raus, ja. Ey, der hier, ne? Ist ja ein Stream-Sniper. Schreib mal in meinen Chat rein. Damit wir mal deine Sicht, du hast ja bestimmt Aufnahmen irgendwas, damit der mir mal sagen kann, was der hat's ja gesehen. Ey, Stream Sniper, meld dich mal, wenn du mal was zu gebrauchen bist, dann meld dich mal jetzt. Also im Prinzip ist ja Pott egal, von wo die jetzt kam, auch von der Verlängerung, von aber der Seite. Aber er kann ja gucken, er kann ja erklären, wie die gefahren sind, ob die da suchend technisch waren oder ob die offensiv drauf gerast sind, weißt du, was ich meine? Das ist auch der, guck, der war ja auch am Ende hier, das ist der hier. Support-Wartraum ist der. Ich guck mal kurz eben nach. Jetzt bin ich mal gespannt. Der ist im Supportraum 6. Ich geh mal kurz runter. Gib mal kurz eine Sekunde. Hallo, kommt hier noch jemand oder hat man mich vergessen? Wo ist denn dieser weiße Typ hier, ja? Der Typ. Wo ist der? Oder wir brauchen den hier. Den Typ brauchen wir. Dieser Admin vertuschen, was 100%. Ja, ich will jetzt nicht den schwarzen Karten an die Wand malen. Aber ich habe auch das komische Gefühl, dass hier versucht wird, irgendwas zu vertuschen. Ich hoffe, ich irre mich. Ja, das fand ich auch sehr sass, dass der hier nicht gestorben ist, der hier guckt. Der hat sogar zweimal die Animation bekommen, Bruder. Er hat zweimal die Animation bekommen, ist zweimal nicht gestorben. Ich glaube, der hat was angehabt. Guck mal hier. Guck jetzt genau hin. Guck jetzt genau hin. Einmal tot. Zweimal tot. Er ist zweimal nicht gestorben, Bro. Und hätte der mich nicht so viel Zeit gekostet, hätte ich vielleicht noch den anderen nehmen können. Was ist denn jetzt los, Bruder? Warum passiert hier nichts? Warum kommt keiner mehr? Ich glaube, das war echt... Metagaming war, aber so richtig offensichtliches Metagaming und ich glaube, da werden keine Aufnahmen auch auftauchen von diesen Leuten. Warum kommt keiner mehr? Hallo? Was ist denn jetzt hier los? Ich warte hier schon seit 10 Minuten. Ja, ich will die Wahrheit herausfinden. Ich will jetzt wissen, was hier Sache ist. Was ist die Wahrheit? Ja, hallo? Was ist los? Pass auf, wir hatten uns das nochmal, ich setze mal uns nochmal drüber unterhalten, unten, gerade mit ganzen anderen Teamern, sag ich mal. Wo ist der Projektleiter denn überhaupt? Warum kommt der nicht? Der Projektleiter, der ist gerade unten, der hat gerade ein wichtiges Gespräch unten. Ja, wie ein wichtiges Gespräch? Wir waren doch noch mit im Gespräch, warum haut der einfach ab? Ja, der hat aber ein wichtiges Gespräch, was den Server betrifft und deswegen
bin ich jetzt hier. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir hatten unten drüber gesprochen und wir haben auch teamintern haben wir nochmal drüber gesprochen, die jetzt nicht im TS waren. Und wir haben uns dazu entschieden, dich aus dem Projekt auszuschließen. Was ist denn los? Aufgrund von unter anderem dieses ganze, ich sag jetzt mal, dieses Verhalten den Team dann gegenüber. Man hört dich im Stream, ne? Ja, das ist mir egal, ob man mich im Stream hört oder nicht. Das ist mir gerade Hubert. Was ist denn los? Versuchst du zu vertuschen, das Metagaming? Was hat das denn damit zu tun? Was hat das denn? Ich war ja nicht mehr dabei, Alter. Ihr seid so schlecht! Der Größe bist du! Ey, ihr habt euch blamiert! Ihr versucht das zu vertuschen! Was denn für vertuschen? Ihr versucht das Metagaming zu vertuschen! Oh mein Gott, ihr habt Clips wahrscheinlich gesehen! Oh mein Gott, ihr habt mich gewarnt! Ach du Scheiße! Der Ruf von Roleplay Online ist tot! Ist Geschichte, Bruder! Die haben das Metagaming einfach vertuscht! Ach du Scheiße! Es war, ich glaube, die hatten Videos, wo es offensichtlich war. Oh mein Gott, der Projektleiter hat sich verpisst, ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Projektleiter, du bist so ein Start, oh mein Gott. Imagine, du machst auf deinem Server dann auch richtiges RP. Bruder, bitte, ich brauche den Typen hier, damit wir den Server richtig f***en. Wenn wir den Typen noch haben, ist der Server gef***t. Der Server ist gef***t, der Ruf ist gebumst. Wir brauchen diesen Typen hier. Da ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Scheiße gewesen, Bruder, was nicht aufgedeckt werden durfte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die haben einfach alles vertuscht. Metagaming, wahrscheinlich Hacking war dabei schon auch dabei. Alter Schwede, alter Verwalter. Wir brauchen den hier. Ich bin das, Finn. Bist du das wirklich? Komm im Discord rein. Ey, bist du das? Bist du das? Ich bin das, wirklich. Ich bin das, ich bin nicht. Hier, guck, okay, Kleidung, hier. Guck, mal. Hier, ich bin das. Ja, komm mal runter jetzt. Summit, ich schwöre, ich bin das. Guck Stream. Ja, da ist das. Okay. Ey, ich hab dich gegast. Man hört dich im Stream, ich übertrage alles, okay? Alles gut, kannst du machen. Ich hab hier nichts geöffnet, ich hab nur das Stream geöffnet. Okay, mein Bester, hast du Clip von der Situation? Ich hab alles gesehen. Die haben auch sogar. Ich wurde gepackt. Nein, der wurde gebaut, die versuchen zu vertuschen! Alter, die versuchen zu vertuschen! Die versuchen die Scheiße zu vertuschen! Samo, haut euch an den Klöten! Samo, haut euch an den Klöten! Was ist denn los? Mit euch enttarnt! Jetzt wissen wir, dass er das ist. Die wollten das vertuschen. Samet, ich war sogar die ganze Zeit... Erzähl, was passiert? Wie sind die angekommen? Also, die sind da angekommen. Ich war ja bei diesen Dings. Ich bin... Ja, erzähl weiter. Hallo? Oh mein Gott, die haben dir wahrscheinlich gedient, damit er nicht mehr reden darf. So, weit seid ihr gesunken. So, mein Internet ist ab. Ja, ich weiß, das sind die, die versuchen dich wegzubringen, damit die Scheiße nicht ans Tageslicht kommt. Erzähl mir, wie die Pedila kamen. Von wo kamen die? Kamen die von oben? Ja, die kamen von oben, sind direkt auf diesen grünen Streifen da gefahren. Sind die direkt reingefahren oder sind die erst auf die Straße gefahren? Nein, direkt zu dir. Ich hab's gewusst, Bruder. Ich wusste, dass das so war. Das war so, ne? Guck mal in meinen Stream. Ich zeig dir jetzt was. Ich wusste das. Und das haben die wahrscheinlich in den Aufnahmen gesehen und die wollen das vertuschen. Sag mir die Wahrheit. Hör auf, nicht irgendwas sagen, damit ich besser dastehe. Sag mir wirklich die Wahrheit. Sind die hier so reingefahren oder sind die so und dann von hier reingefahren? Sind die so reingefahren? Wirklich? Ja, die sind da, ich stand genau da, wo du warst. Ich habe sogar noch zu den Pedilern gesagt, dass du nach oben gelaufen bist. Die sind da oben lang gefahren, haben wahrscheinlich im Stream gesehen und sind einfach direkt geradeaus zu dir runtergefahren. Sicher, direkt auf die Wiese und nicht erst auf die Straße. Die sind auf die Wiese gefahren, nicht auf die Straße bei mir. Ich also, hab's ja gesehen. Die haben diesen Weg hier genommen, so. Ja. Schwör auf deine Mutter? Ich schwör auf meine Mutter. Die sind lang gefahren, die sind wirklich lang gefahren. Bruder, es ergibt keinen Sinn, warum bannen die den sonst? Die sind gerade im Stream und die versuchen das zu vertuschen, sonst würden die ihn doch gar nicht bannen. Der hat da gar nichts gemacht, so. Mein Internet ist so ausgefallen. Das ist für mich schon der Beweis aller Beweise. Ist so, normale Streamsniper wurde nicht mal gebannt. Er wurde direkt perma gebannt. Okay, hier ist Reifensound schon. 74, also, die sind auf gar keinen Fall von hier gekommen. Das ist safe. Von hier sind die niemals gekommen, da wäre das Auto nicht so geneigt. Die sind entweder von hier gekommen oder die sind von hier gekommen. Wenn die von hier gekommen sind, dann ist das eine Milliarden pro Zentimeter. Samo? Ja? Wir haben gerade einen Supporter von Volpe One da. Willst du mit ihm reden? Er will angeblich irgendwas sagen. Was will er denn sagen? Keine Ahnung, er will irgendwas klarstellen. Also hat gesagt, er ist Supporter von Volpe One. Glorious Flo. Soll ich ihn reinmoven? Ja, schick den rein. Grüß Gott. Was geht? Was gibt's, mein Bester? Hi. Ja, und zwar, Volk,
Ja, bezüglich der Situation, ich bin Support auf RPO. Ja, und, man hört dich im Stream mit aufgenommen. Alles chillig. Ja, kurz und knapp. Also ich habe ja den Stream jetzt ein bisschen verfolgt, ne? Hast du einen Clip oder so, irgendwas vielleicht? Nee, warte, lass mich ausreden. Vielleicht reichen ja meine Worte schon, ne? Ich habe Videomaterial zum Gesicht gekriegt und ich sagte so, wie es ist. Keiner von den Leuten, zum Beispiel der Junge, der wurde nicht von uns gededost, das kann ich dir versprechen, der ist einfach sein Internet abgekackt und der Junge wurde auch gebannt, weil er gestreamsniped hat, das gehört bei uns dazu, also deswegen wird man auch gebannt und deswegen wurde er gebannt, nicht weil wir irgendwas vertuschen. Und dazu sollte man auch gesagt haben, wenn man genau im Clip hört, den du ja hast da, du hast ja einen Clip gehabt, wo die Cops ja auf den Rasen fahren. Da sollte man auch ganz genau gehört haben, dass sie erst von der Straße... Bruder, ich brauche keine Märchen zu hören. Wie wäre es mal, wenn mir... Ich erzähle kein Märchen. Schick mir mal Clips. Irgendjemand, als ob kein Clip hat. Vier P-Dealer. Sag mal, ich zum Punkt. Ich bin ja kein P-Dealer. Ich bin ja ein Supporter. Ich bin ja dem Fall angeschlossen und ich war gar nicht bei der Situation dabei. Warum wurde denn gebannt ohne Grund? Dein Streamsnapper vielleicht hinschreiben? Ich glaube, da war jemand relativ zügig. Hat mir so den Anschein gebracht, dass da jemand was vertuschen wollte. Mein Internet ist eigentlich noch nie abgestürzt, sag ich dir ehrlich. Mein Internet ist wirklich noch nie abgestürzt. Bei uns wurdest du aber nicht gededost, das kann ich dir versprechen, weil keiner von unseren Leuten überhaupt sowas kann. Warte. Schwierig. Ja, DDoSen kann von uns keiner, wirklich keiner. Und gebannt wurdest du, muss man auch gesagt haben, weil du gestreamsniped hast. Und da bin ich hier ganz ehrlich, Finn, da haben wir alle keinen Bock drauf und haben dich einfach weggejallert. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, wie wär's mal, wenn ihr das Gegenteil beweist? Mit Clips von den PD-Lern? Irgendwas? Irgendwelche Aufnahmen? Ja, hat keiner eine Aufnahme von dieser Situation? Reifenspur? Irgendwas, dass sie da nicht von der Ecke gekommen sind? Ich kann dir dazu nichts sagen. Ich kann dir da keine Beweise bringen, aber... Anscheinend kann keiner das Gegenteil beweisen. Das ist es ja. Das ist gerade so das Thema. Und da kannst du auch keinen an die Wand kacken dafür. Wenn keiner irgendwas... Ich hab doch gerade gesagt, ich hab doch nichts. Wenn keiner auch das Gegenteil beweisen kann, dann kannst du da auch nicht irgendwie an die Wand nageln. Aber dann beweist du das Gegenteil, der ich nicht gedenos wurde. Und würde ich gern, kann ich nicht. Es ist eindeutig, eure Cops haben gemetert. Ja. Und ihr wurdet auf frischer Tat ertappt. Und wem denn? Und wem ist die Frage? Also, der Niklas, der gehört dazu. Eure Taten sprechen für sich. Mich einfach zu bannen, während das Gespräch noch am Laufen war. Das Gespräch wurde noch nicht mal beendet. Das hat sehr nach... Finn hat auch bestätigt, dass die Cops von der rechten Seite kamen, die in den Rasen drauf. Halt. Erstens, der Niklas, der gehört dazu, genauso wie der Maurice. Das sind auch zwei Supporter, beziehungsweise die Supportleitung, die gehören dazu. Und zu dem Bannen muss man gesagt haben, wir haben Team intern, wurde das abgestimmt. Aufgrund dessen... Es geht doch gar nicht um den Bann, es geht um die Situation. Ist mir doch scheißegal, ob ich auf so einen Kackserver gebannt bin. Es geht darum, dass die Cops gemietet haben. Und du versuchst gar nicht in diese Richtung zu gehen. Du versuchst dieses Thema einfach zu ignorieren. Du gehst darauf gar nicht ein, weil du weißt. Ich weiß ganz genau, dass ihr Team intern eine Besprechung hattet. Und dass es rausgekommen ist wahrscheinlich, dass sie gemietet haben. Und ihr wollt das vertuschen. Das ist klar und deutlich. Das ist klar. Das ist so. Komm runter. Ja, der Finn hat doch gesehen, dass die Cops da direkt von rechts kamen in die Gras rein. Er hat's gesehen. Hat er einen Clip? Ist ja die Frage. Ja, hast du einen Clip, du Sohn? Was, wie hast du einen Clip? Ist, ne? Das ist dein Sauer, du so hier mit. Was redest du, Klecht? Was redest du, Klecht? Alter? Ja, was willst du, Klecht? Hol ihn mal rein. Lass uns mal ein bisschen drüber lustig machen. Hol ihn mal wieder rein. Euer Servers Geschichte, Glorious. Euer Ruf ist Digga, von so einem wie dir. Ja, warum denn? Warum nimmt ihr die Leute Schutz? Zu wenig Einnahmen, oder was? Haben die Cops viel Geld eingeblättert, oder was ist da los? Wieso Einnahmen, Digga? Was denn? Warum wurde die Situation Einnahmen? Nicht zu Ende geführt? Ich einfach gebannt. Okay, man kann mich bannen, alles gut. Aber die Situation wird gar nicht beendet. Es wurde sich nichts geäußert zu dem Mieterverdacht. Nichts. Polkleid hat sich verpisst, ist gar nicht aufgetaucht. Lass mich doch ausreden. Hier wird nicht ausgeredet. Ich rede hier, du Hund. Mein Abzug haben, Herr Gottemann! Hier, Alter, mach Demonstration, hört man das! Abflug! Bannen! Bye-bye! Du Pitsch! Denkt ihr, ihr seid die Einzigen, die das können? Ich bin ein King bei sowas, ey, wenn ich will! Mach demonstrieren, ist ja gar kein Problem! Ja, gut. Im Nachhinein fragt man sich immer, woran es gelingen hat. Er sagt, hast du Glück, Bruder? Ich muss doch nicht das beweisen, dass... Ihr müsst mir das Gegenteil beweisen, dass es kein Meter war. Euer Serverruf ist doch der drunter uns leidet. Er schreibt Discord, um seinen Server zu retten, dass sie nicht gewinnt hat. Und er fragt mich nach Clip. Hast du Clip? Alter. Ey,
Ist so, Bruder. Also, wenn es doch kein Meta war, dann lass uns das Support-Gespräch beenden. Und danach könnt ihr den Samu bannen, wenn ihr mich nicht auf dem Server haben wollt. Ist ja okay. Aber ihr habt mich während des Support-Gesprächs einfach perma gebannt. Und den Finn habt ihr hinterher gebannt, der die Beweise hat. Und ich frage mich jetzt, warum? Weil wahrscheinlich da etwas in der Luft lag, wo viele Cops gemetert haben und ihr wahrscheinlich sehr, sehr viele Spieleanzahl verloren hättet, die wahrscheinlich auch viel Geldeinnahmequellen sind, die viele Import und so reinballern. Und ihr dachtet, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einfach den zu bannen ohne Gründe und einfach nicht weiterreden, dies, das. Und versuchen einfach zu vertuschen. Die haben versucht, viel zu vertuschen, das hat man sehr, sehr krass gemerkt. Ist jetzt viel passiert, aber wenn man das alles zusammenschneidet in einem Video, wenn das alles auf einem Schlag kommt, dann versteht auch jeder wirklich, dass da viel vertuscht wurde. Ich hab was gewonnen, ey! Ich habe einen Beweis. Hier, dieser Leon hat meine Sachen konfisziert. Und das ist dieser Leon hier. Merkt euch das Bild? Zack. Sein Name ist Leon Harris. Und das ist der Chat von mir. Leon Harris Po. Polizei wahrscheinlich. Er war in meinem Chat. Und das haben wir bekommen schon vor fast einer Stunde. Samo? Ja? Wir haben hier die Projektleitung von Warplay Online. Willst du vielleicht nochmal schnacken mit dem? Was ist denn los? Ja, keine Ahnung, die ganzen Supporter kommen hier rein und wollen mit dir darüber reden, wieso du gebannt wurdest. Dann schick ihn mir rein. Okay, passt, im Moment. Projektleiter Action geht anscheinend weiter. Samo? Ja? Ja? Was denn los? Ich bin wieder da. Man hört dich im Stream, wird aufgenommen. Ja, weiß ich. Habe ich damit einverstanden? War ich vorhin auch schon. Also folgendes, pass auf. Ich erkläre dir mal ganz, warum du jetzt gebannt worden bist. Ja? Ja, erklär mal. Der erste Punkt, ich habe gerade in den Stream reingeguckt bezüglich Leon. Ja? Der hat dich ja durchsucht, habe ich ja gerade gesehen. Ja. Fakt ist aber, Leon saß nicht im Auto drin. Also in dem Auto, wo die drei ausgestiegen sind, du mit denen geschossen hast, saß Leon nicht drin. Ach du, Leon, weil er nicht in der Nähe war, durfte der also in meinem Stream sein? Was hat das denn damit zu tun? Also der darf in meinem Stream sein, oder was? Nur weil er nicht in der Nähe war, weil er ein Kopf ist, der ein bisschen später dazu kam, oder wie? Wenn er deinen Stream ja, guckt. Ja, er kann auch funken, und ne? Die Informationen. Er kann auch funken. Das ist richtig klar. Ja, gut, wir können jetzt Theorien aufstellen. Fakt ist auf jeden Fall. Fakt ist, die Beweise stehen für sich, dass der in meinem Stream war. Das streite bestimmt er auch nicht, aber ich streite das auch nicht. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass er nicht in dem Auto saß. So, und wir reden ja auch nicht. Du versuchst das irgendwie zu retten. Fakt ist einfach, er war in meinem Stream. Was denn? Während der Situation. Ja. Und das ist Meta. Ja, aber er hat doch keine Informationen, IC benutzt. Das kannst du ihm doch gar nicht nachweisen. Er ist in meinem Stream! Er guckt im Stream! Leon ist im Stream! Was erzählst du? Was für Nachweise? Er ist doch warum, im Stream! Samo, ja, so, weiß ich, aber warum schreist du? Es ergibt keinen Sinn, du versuchst, dich irgendwie gut zu reden, aber er ist im Stream. Wo soll ich mich denn gut reden? Ich hab doch nur gesagt, ja, weiß ich. Ich weiß doch, dass er im Stream ist, Samo. Also, es ist erlaubt, Streams zu gucken, wenn ich die Information nicht benutze, wenn du nichts merkst. Solange du Informationen IC nicht benutzt, ist es kein Metagaming und auch kein Streamsnipen. Er hat dir damit ja nichts Böses getan. Okay, verstehe. 10, 15 also, später. Also gehen wir davon aus, dass der ganze Server von euch immer im Stream war und wahrscheinlich die Information auch im Spiel dann nicht benutzt hat. Verstehe. Okay. Es geht jetzt darum, dass die Cops da aus dieser Ecke kamen. Richtig, genau. So, es gibt von den Cops, es saßen drei Polizisten, ein Bundespolizist und zwei SEKler am Auto. Ja. Keiner von denen hat einen Clip. Das ist Fakt. Ich habe mit allen drei gesprochen. Niemand von denen hat einen Clip. Also du willst mir erzählen, dass von den drei kein einziger einen Clip hat? Nein, die nehmen nicht auf. Nie. Keiner von denen nimmt auf. So, ich habe mit allen gesprochen. Irgendjemand, der in der Situation in der Nähe war? Moderator, irgendein Clip von irgendwas? Es war ja keiner da. Okay, dann ist es auf 100%ige Sicherheit jetzt. Meta-Verdacht von 99,9%, wenn keiner einen Clip hat auch noch. Wenn keiner einen Clip hat, um sein Gegenteil zu beweisen, ist Meta. Wir haben eine Zeugenaussage von einem Finn, der perma gebannt wurde, ohne Angaben von Gründen. Was auf Vertuschung schließt, etc. Also, es ist Fakt gewesen, dass sie von oben gekommen sind. Und die Aussage von den Jungen ist, dass sie aus dieser Ecke kamen. So, das ist 100%iger Meta. Ich hab dir gesagt, die kamen von rechts. Die kamen von rechts runter, die sind ja einen Bogen gefahren, sind auf die Straße gefahren, haben dich rennen gesehen und sind dann auf den Grünstreifen zu dir gekommen. Das ist gelogen. Das haben alle drei genauso gesagt, unabhängig. Die drei, die keinen Clip haben und ich habe Clips. Also, ich weiß jetzt nicht, wem man jetzt mehr glauben sollte. Ja, aber du hast auch nur einen Clip, wo du läufst, wo du nach vorne guckst. Ja, aber ich sehe im Clip auch nur Grasgeräusche, ne? Also, man hört nur Grasgeräusche. Richtig. Das ist es halt. Ja, und das Ding ist, dass die halt da rechts hier reingefahren sind. Und der Junge hat das auch gesagt. Ja, der KU. Samo. Ja, beweist das Gegenteil. Ja, wie soll ich das? Ich sag doch nur so, was die mir gesagt haben. Wir haben eine Aussage von einem Jungen, der bestätigt, dass die von rechts hier reingefahren sind. Wir haben die Geräusche, die
darauf schließt, dann, dass sie durchgehend auf Gras war. Man hat nur Grasgeräusche gehört. Wir haben Polizisten, die in meinem Stream waren, die angeblich die Information nicht benutzt haben. Dies, das. Beweis mir ein Gegenteil. Gib mir irgendwas, was beweist. Einprozentiger Beweis. Ja, okay, irgendwas, okay, was das Gegenteil beweist. Warte, du sagst gerade, ich soll dir Gegenteil beweisen. Hast du denn etwas, was für dich spricht? Ja, habe ich. Eine Aussage von einem Zwölfjährigen. Eine Aussage von einem Zwölfjährigen? Was ist das denn für eine Aussage? Genau die gleiche Aussage. Aber was ist das denn für eine Aussage, dass du sagst, ein Zwölfjähriger hätte... Was ist das? Samo, hat der einen Clip gehabt? Ja, aber... Hat der ein Bild gehabt? Nein. Hör auf, die Sachen zu verdrehen. Du sagst von einem Zwölfjährigen, die Aussage wäre nicht so viel wert, oder was? Das ergibt für mich keinen Sinn. Also Samo, wir wissen alle, und alle, die im Chat sind, wissen ganz genau, dass er nur nach oben gekommen ist, um mit dir zu quatschen. Wenn er es ja gesehen hat, und es ist dann so... Nur weil er ein Zuschauer von mir ist, heißt es dann automatisch, dass er lügt? Hä, das habe ich doch gar nicht gesagt. Doch, das hast du gerade gesagt. Nein, ich habe doch, gesagt. Hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass er lügt. Du hast gesagt, dass er lügt. Wann habe ich das gesagt? Du hast gerade so angedeutet. Du hast gesagt, dass er mit mir reden, nur weil er ein Zuschauer ist von mir, dies, das, dass er vielleicht so sagte. Ja, Fakt ist, derjenige ist sehr, sehr jung, vielleicht 12, 11, 13, was auch immer. Und Fakt ist, er hat nichts, was für dich quasi spricht und dich entlastet. Nichts. Ein Beweis ist, ich wurde von euch während eines Gespräches gebannt, ohne dass das der Meta-Verdacht aus der Welt geschafft wurde, auf Vertuschungsart. Das ist für mich auch ein hundertprozentiger Beweis. Kein Grund angegeben, gar nichts. Projektausschluss, nichts wurde angegeben. Man wollte mich einfach direkt loswerden. Weil du die Scheiße unter den Teppich kehren. Hä? Also, Samu, wenn ich was unter Teppich kennen würde, wäre ich jetzt nicht hier und würde mir die Mühe machen. Ich hab's ja eben gemerkt, ne? Du bist 10 Minuten verschwunden, bist nicht mal aufgetaucht, hast plötzlich irgendwelche andere Angelegenheit zu klären. Habe ich genau, eben gemerkt, wo du dich da verpisst hast, weil du ja Hosen voll hattest. Und jetzt bist du plötzlich da, ne? Also, Samu, wenn ich die Hosen voll hätte, wäre ich jetzt nicht mit hier drin. Ja, wenn du die Hosen nicht voll gehabt hättest, warum bist du dann eben 10, 14 Minuten verschwunden und nicht mal aufgetaucht? Weil und mich einfach bannen lassen aus der Ferne, ohne mit mir noch am Ende ein Abschlussgespräch zu führen. Weil ich hier Sachen klarstellen möchte, die so nicht funktionieren, die so nicht stimmen. Ganz einfache Geschichte. Zeig mir Beweise. Irgendein Moderator muss so einen Clip haben, irgendjemand, nein, der in der Nähe war. Da gab es zu dem Zeitpunkt keiner bei dir. Also du willst mir erzählen, dass von so vielen Bedienern keiner einen Clip hatte? Ich weiß nicht, wer bei der Situation dabei war. Die drei, die in dem Auto drinnen saßen, die drei haben alle keinen Clip. Keiner von den drei, die im Auto saß. Niemand. Auch ein das ist auch ein Beweis, der für mich spricht, dass von drei Leuten keiner einen Clip hat. Sind die Leute befugt, dazu aufzunehmen, oder? Also ich bitte dich, hör mir auf, irgendwie dir irgendwas gut zu reden. Wir spielen hier RP und du bist fast in jeder Situation fast im Support gefühlt. Vor allem bei eurem Scheiße, so kack, wie das RP-Niveau ist. Also du willst mir erzählen, dass von drei Leuten keiner irgendwie einen Clip hat? Von drei Leuten? Nein, diese Leute nehmen nie auf, nie. Ah, okay, nie. Okay, verstehe. Hört sich sehr plausibel an, ein Spiel zu zocken, ja, wo man, wo es sein kann, dass man öfter im Support landet und irgendwas beweisen soll ich muss, das sagen? Sogar dass diese Leute keine Clips haben. Sogar ich nehme nicht auf und ich bin Projektleiter. Es nehmen ganz viele Leute nicht auf, weil der PC zu schlecht ist, weil die mit den Einstellungen nicht klarkommen, mit dem Programm nicht klarkommen. Schwör mal auf deine Mutter, dass die von der Straße gekommen sind. Warum soll ich auf meine Mutter schwören? Ja, schwör mal auf deine Mutter. Du bist ja so sicher. Samu, was bringt das, wie ich auf meine Mutter schwöre? Ja, schwör mal auf deine Mutter. Du brauchst ja jetzt nicht... Schwör auf irgendwas, was dir wichtig ist. Ja, meine Mutter ist mir wichtig. Ja, dann schwör auf irgendwas anderes. Ja, dann schwöre ich auch auf meine Mutter. Wie kannst du denn so sicher sein ohne Clips? Du kannst mir doch jetzt auch nur glauben, was ich dir sage. Aber du hast doch eben drauf geschworen. Nein, Samo, ich bin 26, ich muss nicht auf meine Mutter schwören. Hast du doch eben. Gut, dann schwöre ich nochmal auf meine Mutter. Aber wie kannst du denn drauf schwören, wenn du dir gar nicht sicher sein kannst? Von Aussagen von drei Leuten, wo du gar nicht weißt, dass es so sind, die keine Clips haben, schwörst du auf deine Mutter, wo du nicht mal weißt, ob es so sein kann? Was ist, wenn du jetzt Lügen hast, jetzt gelogen? Ja, genau. Und was soll dann passieren? Da hast du auf deine Mutter geschworen und gelogen. Ja, okay. Warum traust du dich dann überhaupt wegen sowas zu schwören, wenn du es ja anscheinend nicht 100% weißt? Entweder du glaubst mir diese Aussagen oder du glaubst mir diese Aussagen nicht. Wir haben die Beweise, das Rasengeräusch, die Aussage von dem Jungen. Der Junge war auch auf der Straße, ne? Warum wurde der eigentlich nicht angehalten? Nochmal das, was ich mich auch gefragt habe. Warum wurde da direkt rechts reingefahren, während da ein Junge mitten auf der Straße rennt? Wo war der Junge denn? Der Junge war auch da, auf dieser Kreuzung. Die sind dem Jungen begegnet. Die haben den Jungen vor mir gesehen. Und was soll ich dir jetzt sagen? Ja, warum sind die dann geradewegs zu mir gefahren, bevor die den Jungen überhaupt befragt haben? Irgendwas? Ich vor Ort? Kann ich dir nicht sagen. Ich war nicht vor Ort. Das bestätigt ja auch wieder meine Theorie, ne? Mit dem Meta-Verdacht. Samu, wie gesagt, ich habe die drei Aussagen von denen. Das Einzige, was du gerade die ganze Zeit Argument bringst, ist, ich habe die drei Aussagen von dem. Genau, nur weil drei Leute etwas... Ja. Gelogenes erzählen. Eine Lüge wird nicht wahr, wenn du sie mehrmals erzählst. Eine Lüge bleibt eine Lüge, verstehst du es? Das ist richtig, Samu. Tausend Leute können eine Lüge erzählen, die wird davon nicht wahr. Eine Lüge bleibt eine Lüge. Das stimmt.
Und es ist scheißegal, ob ein Zwölfjähriger was sagt und drei was anderes behaupten. Es können tausend Leute was Falsches sagen. Eine Person lügen. Kann die Wahrheit sagen. Die eine Person hat trotzdem recht, auch wenn tausend Leute was anderes sagen. Das ist richtig. Darüber reden wir aber auch gerade gar nicht. Das ist aber dein Argument, dass die drei Leute da die Aussage bringen. Das ist dein einziges Argument, was du gebracht hast. Ich habe gerade gesagt, die drei Leute haben mir die Aussage getätigt. Ich denke, wir haben genug Beweise zusammengetragen und wir wissen, dass ihr das Metagaming vertuscht. Okay. Wolltet, beziehungsweise es nicht hinbekommen habt. Ihr habt verkackt. Ihr habt es leider schlecht gemacht. Ihr hättet es ein bisschen schlauer machen sollen. Ihr habt euer Gesicht verloren. Ja. Wegen irgendwelchen Leuten, die, keine Ahnung, Import-Cash reinballern. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Ich fasse das Ganze nochmal für dich zusammen. Kannst du gerne machen. Wir haben eine Aussage von einem, wie du sagst, 12-Jährigen, die anscheinend keinen Wert hat. Der behauptet, dass sie da direkt reingefahren sind. Wir haben eine Aufnahme, wo man die ganze Zeit nur Rasengeräusche hört. Nichts von der Straße, gar nichts. Irgendein Straßengeräusch hört man nichts. Gar nichts. Wir haben drei PDler, die keine Clips haben. Alle drei. Letztens in der Situation mit SRK stürmt. Ich habe die Situation auf TikTok gefunden. Die PDler machen ja anscheinend so selten Clips. Ich habe die Situation auf TikTok gefunden. Wir haben welche bei uns. Ja, ein paar haben anscheinend Clips. Und drei auf einmal haben es dann plötzlich nicht. Logisch. Ist natürlich wieder glaubhaft, dass du sagst, dass die meisten keine Clips machen auf deinem Server. Viele machen keine, ja. Ja, habe ich gemerkt, nachdem ich den Stream ausgemacht habe letztens und plötzlich auf TikTok mich selber gesehen habe auf eurem Server. Aber weiter geht's. Wir haben den Leon, der mich durchsucht hat und der auch in meinem Stream drin war. Das haben wir auch als Beweis. Und das Wichtigste ist, weder Moderatoren, weder irgendeiner von dem PD, keiner von denen, der da vor Ort war, irgendwas, keiner hat einen Clip, gar nichts. Moderatoren haben keinen Clip, irgendwie No-Name-Tag, irgendwas. Man muss da irgendwas haben. Das finde ich auch sehr, sehr fragwürdig. Keine Ahnung, warum ihr sowas gemacht habt. Ihr habt den Jungen einfach on stream gebannt. Ich glaube, ihr habt ihn auch versucht zu DDoSen. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Und was auch sehr auffällig war, du bist nicht aufgetaucht. 10 Minuten lang hat sich verpisst. Genau, habe ich doch gerade gesagt, hast weil da irgendwas ich mit dem gemacht? Team Keine gesprochen Ahnung, habe. Ja, eine Teambesprechung, während gerade in deinem Server vom PD seitens ein Meta-Verdacht ist und der Ruf auf dem Spiel steht, hast du eine Teambesprechung, Amo, hast keine kurz. Zeit aufzutauchen und plötzlich, wenn ich im Stream die Screenshots reinballer, 2 Minuten später sind plötzlich der erste Supporter da und dann ist der zweite welche Supporter Screen? Da. Oder welche Screenshots hast du reingeballert? Also, du hattest gerade keine Zeit und plötzlich bist du aufgetaucht. Warum aus dem Nichts? Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Ich bin erstens hier. Weil ich mir nicht unterstellen lasse, dass wir irgendjemanden gedidost haben, ist der erste Punkt. Ja, aber was hast du denn gehört? Zweite, hast du im Stream gehört, oder was? Ich habe deinen Stream jetzt gerade geguckt, gerade eben, ja. Davor hast du gar nichts gemacht, oder wie? Also das mit DDoS, mein Bester, das habe ich vor 40 Minuten gesagt. Richtig. Und das mit dem Screen habe ich vor 10, 15 Minuten gesagt, da wo du aufgetaucht bist. Also es ist für mich 100% Meta, wir brauchen da nicht weiter darüber zu reden. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, haust rein, ja. Jo, sag mal, mach's gut, alles klar, hau rein. Bye. Er wurde genau gebannt, als ich die Beweise zeigen wollte. Genau so ist es. Genau so ist es. Man braucht da irgendwie nicht hin und her zu reden. Der Junge wurde genau gebannt, weil er mir gerade die Beweise zeigen wollte. Warum die das jetzt so vertuscht haben, versucht haben, es waren einfach wahrscheinlich viel zu viele Spieler, die da mitgegangen haben und die wollten wahrscheinlich das einfach, die wollten glaube ich nicht so viel auf einmal verlieren.